Na genau, Servus. Was willst du machen? Vierte, fünfte, sechste Tag in Quarantäne. Na, sag Katastrophe. Ha, Katastrophe. Na, was willst du machen? Na, geh. Da tun wir nicht lange mal dumm. Dann machen wir Bämische Blatzki. Dann machen wir Kartoffelpuffer. Wie wir es kennen aus Tschechien. Mit ein bisschen Salz, mit ein bisschen Kartoffeln. Mit ein bisschen Majoran, mit einem Ei, mit einem Mehl und dann darf man das rausbrutzeln. Also, meine lieben Freunde, Carlito Cebolla ist in sein Haus. Ein bisschen Bämakeln hat noch niemanden geschadet. Na geh, erst wir Bämen und wir in Wien, wir sind wie geschossene Leute. Also, machen wir Kartoffelpuffer. Die Krise ist Arsch, darüber braucht man nicht diskutieren. Aber wir kennen uns. Hashtag bleibt ihr alle zu Hause, weil ich gehe für euch arbeiten. Ab 30. könnt ihr haben, ein Modem von mir oder eine Vertragsverlängerung wegen einem neuen Handy. Und dann schauen wir halt nach, was passiert. Und in der Zwischenzeit machen wir gute Kartoffelpuffer. Mit einem geschmackigen Knoblauch. Bis gleich. Carlito Cebolla ist in der Haus. Na, was tun wir? Bemakeln tun wir nicht. Na, jetzt tun wir nicht bemakeln. Jetzt tun wir Kartoffeln reiben, aber vom Feinsten. Da tun wir reiben, bis die Rosette rocht. Und das Ganze mit alle Kartoffeln. Da müssen wir reiben, bevor der Majoran, der gute Majoran muss dazukommen, aber bevor der dazukommt, müssen wir reiben. Reiben. So, wichtig dabei. Wir müssen schauen, dass wir das Wasser aus den Kartoffeln kriegen. Na, wie machen wir das? Na wie? Na, wo sind die Klugscheißer unter euch? Richtig, mit Salz. Mit Salz machen wir das. Wie wir das machen, weiß ich selber noch nicht, aber wir werden es schaffen. Wir werden es schaffen. Der Kameramann ist auch nervös. Aber gut, in Zeiten von Corona wundert mich nichts mehr. Da müssen wir besser laufen. Also hier haben wir die Männer kennen die Bewegung. Wir brauchen nicht wissen, was wir machen. Wir tun da gleich. Das ist ein Workout. Genau. I'm walking in the ring, I'm walking in the ring, I'm walking. And you come back to me. I'm walking in the ring, I'm walking. Heute Dirty Dancing übrigens heute, wer schauen möchte. Im RTL. In RTL Dirty Dancing, der Patrick. Der Patrick, mein Freund. Das war sie. Geht eine. Da will man was Gutes tun für alle. Haha, die Rezepte. Ein Blick hierher. 10 dieser Kellen brauchen wir glattes Mehl, 200 Gramm Salz, 200 Gramm Majoran, die Eier. Hier versprudeln, weil wir wissen natürlich nicht, ob eines kaputt ist. Und ja, ihr seht es richtig. Ha! Die Vampire, sie kommen zurück, aber nicht zu uns. Weil wir machen heute Bämische. Nicht lange Nummer drum reden. Wir machen heute Bämische, nicht Blatzki. Wir machen heute eine Bämische Geschichte, die eigentlich schon rezepttechnisch ausgestorben ist. Und das machen wir jetzt. Wir geben es rein. Tschak, tschak. In die Abwasch. Bitte. So, dann wissen wir gleich, was passiert. Ich hoffe, ihr seid auch alle Fans von der Küche, von der sauberen vor allem. Das kommt hier rein, das wird dann versprudelt. So, da. Nicht, wenn ich es wegschmeiße, doch nicht das. Wir bleiben schon beim Geschehen. Herrlich, immer die Hände waschen, ne? hat er gesagt, der Virus, der Corona. Immer die Hände waschen. Ich hoffe, wir lernen ein bisschen dazu in dieser Scheißzeit, dass wir uns die Hände waschen und keine Ferkeln bleiben. Was tun wir jetzt, bevor wir es dann zum Kristallisieren bringen? Wir salzen. Wir sind verliebt, jawohl, in die Natur.
Majoran, genau dasselbe. Geht nicht auf. Schicksal. So. Wo ist denn der Majoran? Der Majoran, der Majoran, der Majoran, der war einmal. So. Die Eier, den Knoblauch versprudeln, vermixen und auf geht's. Das war's dann. Tabellen. Bis wir sind schon beim Knoblauch. Rein in die Presse. Hoppala. Rein in die Presse. Und der Knoblauch, hab mich lieb, hab mich lieb. Super. Willkommen. Kann gleich der Nächste dazukommen. Ist kein Problem. Wir lieben ja die Gäste. Haben wir improvisiert. Naja, deswegen sage ich ja immer, die Carlito Kebäuer Videos sind immer die authentischsten, die es gibt auf Gottes Erden. So, und dann wird schon vermengt. Und so schaut das aus, meine Damen und Herren. Wie beim Mediashop, gell? Der spricht wie beim Mediashop. Kaufen Sie, und wenn Sie jetzt kaufen, kriegen Sie noch einen zweiten dazu. In unserem Fall ist leider Gottes nicht möglich, weil... Ein Platzki bleibt. So, in diesem Sinne, Öl erhitzen, Leibchen formen, auch wenn es schwer ausschaut, weil es relativ nass ist. Ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber mal schauen, ob es funktionieren wird. Es wird eine super Angelegenheit. Aber, Potschke, Potschke, sagen es die Beimakeln. Also, bis gleich. So, jetzt sind wir schon beim Rausbacken. Wie ihr seht, ich gehe da ein bisschen näher ran. So. Ich habe das Wasser aber weggedrückt, weil es ist doch ein wenig mehr geworden aufgrund des Salzes, was ich nicht bedacht habe. Aber macht ja nichts, wir dann probieren. Es kann was werden, es muss nichts werden. Aber, wenn wir schon Platz gehen, na was machst du für einen Stress? Es kann was werden, es kann nichts werden. Was willst du machen? Schauen wir, wie es wird. Ich glaube, es wird ganz gut. Und Hashtag Helge Beyer. Wie schauen wir aus? Wann machen wir das nächste Rezept gemeinsam? Ich würde mich wirklich freuen. Gut, jetzt in der Krise brauchen wir nicht drüber diskutieren. Aber eine Grillerei steht an. Der Sommer kommt. Vielleicht können wir wirklich was auf die Beine stellen. Ich würde mich wirklich, wirklich freuen. Und vielleicht wird es was. Ich würde mich wirklich freuen. Nicht jetzt, um mich noch populärer zu machen, das brauche ich nicht, weil ich, wie ich auch in jedem Video von mir sage, ich bin kein großer YouTuber, ich will ja kein Geld verdienen damit. Es soll mir Spaß machen. Und wenn ich Leute dazu kriege, die an Spaß am Kochen haben, warum nicht? Es soll doch einfach nur lustig sein. Und wie wir sehen jetzt gerade in der Krise und es geht auch vielen Menschen extrem schnell vorbei und da denke ich schon ein bisschen dran, dass man auch was Gutes tun kann, indem man ein bisschen, weiß nicht, machen wir Benefiz-Scheiße. Ist ja vollkommen wurscht, was wir machen. Bei dir am Fußballplatz oder irgendwo anders, da mal grün oder machen wir irgendwas Lustiges und teilen es mit der Welt. Das würde mich freuen. Hashtag bleibt daheim, weil ich gehe für euch am 30. wieder arbeiten. Daumen nach oben und es könnte was werden, weil es riecht relativ gut. Bis gleich. Wir sind am Umdrehen. Ah, na super, schauen die aus. So, da. Ihr müsst das Wasser ein bisschen abdrücken. Ihr seht das da. Es sammelt sich dann oben das Wasser. Das drückt man ein bisschen weg. Aber es schaut doch lecker aus. Und eines. Ein bisschen Salz drauf. Es riecht auch gut. Ehrlich, es riecht auch gut, sagt meine Kameradame. In diesem Sinne, Helge Beyer, lieber Helge Beyer, überlegst dir mein Angebot. Ich würde mich freuen, bei einem Benefizkonzert oder bei einer Benefizgala oder bei einem Fußballmatch oder irgendwo ein bisschen was aufzukochen. Platzki sind schnell gemacht. Ich glaube, ich habe ein paar Videos von dir auch gesehen. Also, wir können das. Also, in diesem Sinne, lasst es euch gut schmecken. Un abrazo. Ihr wisst, was ich meine. Mucho pesos. Carlito Kebäuer. Ciao, ciao.